Wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke und schaue, wie viel ich in den letzten Jahren mit dem Thema Blockchain zu tun gehabt habe, das hat so 2009 begonnen und dann über die Jahre bis heute ist das immer mehr geworden. Und jetzt ist das fast 70, 80% der Zeit, die dafür draufgehen für das Thema. Das gibt das auch her. Um das kurz zu verdeutlichen, wir sind aktuell mit 4 Doktoranden, die an dem Thema mit mir arbeiten. Sieht das so aus, dass ich würde sagen, wir im Schnitt in der Woche 15 bis 20 Papiere, Veröffentlichungen, irgendwas in dem Bereich, nicht wirklich gute wissenschaftliche Veröffentlichungen, das gibt es kaum in dem Bereich, lesen und probieren irgendwie auch dem Schritt der Entwicklung nur irgendwo den Stand der Entwicklung, den nachzuhalten, den zu erfassen. Also es ist unglaublich schnelllebig und ja, es verbreitet sich mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ja. Ich möchte Ihnen nicht nur das Thema so ein bisschen nahebringen und zeigen, wo Blockchain im Energiebereich eine große Rolle spielt, sondern ich möchte Ihnen auch so ein bisschen das Drumherum aufzeigen. Das heißt, in welcher Welt, Energiewelt passiert Blockchain gerade und worauf könnte Blockchain als eine Technologie tatsächlich eine Antwort sein? Und ganz kurz zu mir, ich sitze hier oben, Frankfurt, House of Logistics und Mobility. Das Land Hessen leistet sich da so ein Zentrum, mehrere Houses of, wo Schnittstelle, Akademie, Industrie vor Ort sich treffen können. Also man hat nicht die gleichen Büros, aber man sitzt relativ nah beieinander, was eine sehr schöne Gelegenheit ist. Wenn Sie mal in der Nähe sind, Frankfurt Flughafen, kommt man ja häufiger mal vorbei. Rufen Sie mich an und gerne jederzeit auf einen Kaffee und das meine ich auch ernst. Also machen Sie das ruhig, wenn Sie heute Abend nicht schon genug haben von Thema Blockchain und Energie. Wir sind aktuell, ich hatte gesagt, 70, 80% der Zeit gehen mittlerweile in Forschungsprojekte, die wir betreiben im Bereich tatsächlich Blockchain und Energie. Das sind so Fragen drin, wie Quartiere zu managen, wie kann man Strom untereinander austauschen, wie kann man die Energie Managementdienstleistungen dort verbessern, wie kann man dort auch gewisse Finanzierungen abbilden. Wir haben also eine ganze Bandbreite von Forschungsprojekten in dem Bereich und das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles aufzuschlüsseln. Ich kann aber Ihnen versichern, dass mit jedem Tag gerade neue Pflänzchen irgendwo erwachsen, Forscher sich drauf werfen und das weiter getrieben wird. Das ist also keineswegs so, dass man jetzt so ein, zwei, drei Pflänzchen da besetzt hat. Also das mit den 10 Jahren als Thema, das gibt das locker her, aber da werden natürlich, sag mal, Hunderte, Tausende andere auch mit drauf, Gott sei Dank. Und das macht es auch irgendwo natürlich dann spannend. Ja, wir haben mittlerweile das haben wir kurz erlaubt hier, wir haben Blockchain, einen kleinen Micro-Degree, das heißt so einen kleinen Online-Kurs, das heißt aus dem Studium, aus dem akkreditierten Studium, so ein kleines Modul rausgenommen und bieten das auch anderen frei zugänglich zu. Das kann man sich, wenn man das will, dann und das studieren will, kann man sich das anrechnen, das muss man aber nicht. Und ja, die Nachfrage ist enorm danach und ich kann Ihnen sagen, dass viele, viele Stadtwerke in Deutschland heute damit bereits hantieren. Die reden nicht jeden Tag darüber, aber es sind eine ganze Reihe von interessierten jüngeren Leuten, ältere Leute, die sich damit beschäftigen wollen, einfach mal einen Einblick haben wollen. Das heißt, es ist nicht mehr etwas Esoterisches, was noch vor 3, 4, 5 Jahren waren. Ich hatte das im Eingangsgespräch draußen vorhin kurz erläutert. Ich bin mit Darknet, von Kinderpornografie bis Waffenhandel geschmäht worden, beschimpft worden auf offener Bühne. Die Zeiten sind jetzt Gott sei Dank vorbei. Also den Diskurs kann man jetzt, glaube ich, relativ gut führen. Mein Institut, wir haben vor 2 Jahren, hat es begonnen, haben wir für den BDW, das ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland, eine Blockchain-Studie gemacht. Wenn Sie von vielen, was Sie heute hören, an Begriffen, und das bleibt nicht ganz aus, da sind ein paar Fachbegriffe dabei, ich bemühe mich, aber ein paar werden dabei sein. Das ist umsonst, das kann man nachschlagen, das ist ein schöner, glaube ich, Zugang, Einstieg in das Thema, wenn das einen interessiert. Wir haben das mittlerweile ergänzt, dieses Jahr ein bisschen aktualisiert. SAP hat das übersetzt und noch Dinge dazugefügt. Das heißt, Sie sehen, wenn ein Softwarekonzern in der Größe, der weltweit aktiv ist, dort reingeht bei dem Thema und sieht, aha, wir wollen das mit unseren Systemen, mit unseren klassischen ERP-Systemen, Informationssystemen verbinden, dann haben wir einen Teil erreicht und müssen ganz klar sagen, ja, da ist eine gewisse Reife da, eine gewisse, ich sage das nur ganz vorsichtig, dass auf jeden Fall mehr ist als eine reine Spekulationswelle oder irgendeine Technologie, die nach kurzer Zeit wieder verschwindet. Ich habe Ihnen 3 Kapitel mitgebracht und da würde ich jetzt auch einfach schnell reingehen. Das erste ist, wenn wir über Echtzeit-Energiewirtschaft sprechen, dann heißt das, das ist ein Gebilde, ein Konstrukt, ich habe das mal so genannt und das
Hat sich auch mittlerweile ganz gut eingebürgert in verschiedenen Schriften, die es gibt. Das soll nichts anderes heißen, als dass wir immer mehr, und das sind die zwei Bestandteile, Dezentralisierung, immer mehr aktive kleine Teilnehmer in einem Stromsystem haben werden. Wir sind da mittendrin auf dem Weg. Und auf der anderen Seite die Vernetzung dieser vielen kleinen Akteure für das Energiesystem, das ist sozusagen über diesen Buzzword Digitalisierung zu fassen. Und gemeinsam bildet das eine Echtzeit-Energiewirtschaft. Das heißt, es wird kleinteiliger, viel, viel schneller und absolut vernetzt. Ja, und da möchte ich Ihnen hier ein bisschen kurz den Einschub Ihnen verteilt, brauche ich bei Ihnen nicht lange zu erzählen, wo wir heute stehen. 1,6 Millionen PV-Anlagen allein in Deutschland. Sie sehen die anderen Elemente, die wir haben. Das sind Anlagen, die, nachdem sie aus der Förderung rauskommen werden, nicht nur einfach einspeisen werden, sondern die nach einem Markt suchen, die danach suchen werden, wem verkaufe ich meine Energie, wem liefere ich die, ob bin ich das selbst, hole ich mir eine Batterie, probiere einen Teil dafür zu speichern, probiere ich das am Markt zu verkaufen, probiere ich das regional zu verkaufen oder nicht, wenn das denn geht. Und Sie sehen sofort, ups, da kommen sehr, sehr viele, kommt sehr, sehr viel Druck auf, dass diese Anlagen auch tatsächlich integriert werden. Das Zweite ist, was man häufig übersieht, die Energiewirtschaft, auf die wir hinsteuern, das Energiesystem ist nicht nur deswegen verteilt, weil wir ganz viele Erzeugungsanlagen haben oder Batterien, das ist ein Hybrid, sondern eben auch sehr, sehr viele Lasten, die plötzlich steuerbar werden. Unter diesem Stichwort IoT, Internet of Things, Internet der Dinge. Das, was Sie hier sehen, ist ein Abbild von Shodan, das ist eine Suchmaschine. Netzwerk, Computernetzwerke funktionieren gewöhnlich so, dass sie einen Ping losschicken, ein Signal und dann antworten Geräte, die dort da sind, in dem Netzwerk. Und das hat der Gründer hier gemacht, hat das einige Stunden laufen lassen und zurückkamen Milliarden von Geräten. Und das waren über 20 Milliarden Geräte, die ihre Adresse, ihr Ping zurückgegeben haben und gesagt haben, hier bin ich. Das sind tatsächlich empirische Daten, das sind echte Daten. Wissenschaftlich und Erhebungen und so weiter, können wir jetzt drüber diskutieren und streiten, Wiederholbarkeit. Fakt ist aber, das ist nicht irgendwie ein Forecast, das ist nicht irgendwie nur was, was geschätzt wurde, sondern das sind reale Daten, das sind Geräte, die da sind, die sind heute steuerbar. Was heißt das? Das heißt, wir haben Dinge, die zwangsläufig über die Zeit immer mehr gesteuert werden, aus ganz verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil da jemand Strom verbrauchen will oder nicht, das ist völlig sekundär, sondern weil ich sage, im Supply Chain Management, das kann ein Auto sein, was autonom rumfährt. Ich habe dort Lasten, Maschinen, Geräte, die mal Strom verbrauchen und mal nicht oder mal mehr und mal weniger. Das heißt, diese Steuerung, diese grundsätzliche Ansprechbarkeit sorgt dafür, dass es hier mehr Fluktuation geben wird. Und wenn wir das zusammennehmen, dann landen wir genau da, dass wir heute da deutlich mehr Aktivität haben, deutlich mehr Marktteilnehmer in der Zukunft haben werden. Wenn wir immer mehr Geräte haben, die steuerbar sind, die ans Internet angeschlossen werden, dann kehrt sich in der Energiewirtschaft zwangsläufig die Wertschöpfungskette um. Früher war das relativ einfach, Sie haben ein großes Erzeugungskraftwerk gehabt, Strom erzeugt und dann irgendwann bis zum Kunden hin, die Wertschöpfung ließ sich sehr schön beschreiben, wie wir das hier sehen, ja, Überzeugung, Übertragung, Verteilung bis zu dem, ich habe es extra hier Ratepayer genannt, schöner amerikanischer Begriff für denjenigen, der nachher dann seine Rechnung zahlt. Ob das ein Kunde ist oder nicht, hat niemand interessiert und das war bei uns ganz klar auch so. Ja, das ist eine Nummer oder das ist irgendjemand, aber das spielte keine Rolle. Das ändert sich schlagartig, wenn immer mehr Dinge steuerbar werden über das Internet. Warum? Weil die Schnittstelle hier, wer nutzt welches Gerät, in welcher Form, wie lange, wichtig wird, möglich wird für Wartung von Geräten, wenn wir jetzt im industriellen Bereich sind. Predictive Maintenance, diese Vorhersagbarkeit, wann geht ein Gerät kaputt oder nicht, wann läuft es oder wann nicht, daraus zu lernen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir sehen, dass das schrittweise in die Richtung gewandert ist. Und wir sehen heute, dass Erzeugung ein problematisches Geschäftsmodell ist in der Energiewirtschaft. Wir sehen, dass die Übertragung noch steht, Verteilung scheint im Moment ruhig drum zu sein, garantiere ich Ihnen, ist in den nächsten Jahren absolut unter Beschuss. Und das sehen wir auch, wenn wir in andere Länder schauen. Das geht so weiter. Der entscheidende Punkt ist aber folgender. Und dieses Bild hier sieht erstmal sehr abstrakt aus, soll aber Folgendes zeigen. Wenn diese Bewegung hin zum Kunden, zu der Kundenschnittstelle geht, dann wollen an die Schnittstelle, wo heute der Energieversorger sitzt, mit seinem Gerät, mit seinem Stromzähler, wollen genau an diese Schnittstelle andere Unternehmen hin. Und das passiert längst. Wir haben heute 70, 80 große Internet der Dinge Industrieplattformen. Das ist Siemens dabei, GE dabei, Honeywell, Viessmann ist dabei und. Das heißt, wenn Sie sich überlegen, Sie bauen sich da eine Wärmepumpe hin, stellen die in den Keller etc., wenn die heute übers Internet steuerbar werden, ist die Möglichkeit dieser Unternehmen, jemand, der ein Gerät erzeugt, schafft, dort eine Kommunikationseinheit auch, sagen wir mal, für das Stromauslesen zu benutzen,
Überhaupt kein Problem, kostenseitig. Da ist eine gewisse Rolle mit verbunden, Regulierung mit verbunden, selbstverständlich. Aber rein kostenseitig ist das überhaupt kein Problem, diesen Teil einfach mal mitzumachen. Das heißt, man gerät hier in Konkurrenz um diese Schnittstelle zum Kunden an dieser Stelle. Und das ist was sehr Entscheidendes. Die große Herausforderung, die wir heute haben, wenn wir anschauen, wir haben Millionen von Geräten, die eigentlich am Energiemarkt teilnehmen sollten, es aber nicht wirklich tun. Ja, das waren jetzt nur die Erzeugungsanlagen, von denen ich sprach. Warum? Die übernehmen überhaupt keine PV-Anlagen etc., überhaupt keine Verantwortung im System. Man nutzt die, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, man nutzt die aber auch nicht in den entsprechenden Zeiten oder auch Lasten zur Steuerung, um Engpässe im Netz zu vermeiden, um zu schauen, wie das Netz genutzt wird. Das heißt, wirtschaftlich gesehen eine effiziente Fahrweise von Netzen bis hin zu einem Handel. Wir haben in Stromnetzen, wir haben im Energiesystem ja immer die Herausforderung, wir haben ein Stromnetz, Elektronenfluss und wir haben die Handelsebene, wo wir sozusagen diese bilanziell nachhalten, wie viel Angebot, wie viel Nachfrage, Strom jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, vorhanden ist. Und da ist eine Lücke dazwischen. Aktuell ist diese Lücke bei uns riesengroß. Und die Frage ist, können wir uns das leisten, diese Integration, diese Nicht-Integration weiterzufahren? Unser heutiges Marktsystem gibt das nicht her. Kleine Anlagen dürfen nicht im Markt aktiv mitspielen. Ich darf nicht als kleine Einheit Energie verkaufen. Ich darf mit den Steuerungen muss ich aufpassen. Ein schönes Beispiel letztens bei einer Feier von einem Unternehmen. Die hatten 5, 6 Tesla stehen, die bei einer kleinen Feier da waren, 200 Leute. Das hat knapp 2.000 Euro verursacht, als die alle gleichzeitig geladen haben, weil die eine Spitze erzeugt haben, die diesem Industrieunternehmen extrem wehgetan hat. Ja, das war jetzt ein bestimmtes Netzgebiet und das war der Fall. Ja. Das war richtig teuer. Sie sehen, unser Energiesystem ist dafür heute noch nicht gemacht. Wir suchen also nach einer Marktordnung, die das einfangen kann. Also ein Marktdesign, eine Marktordnung, die dort Dinge anders gestaltet, als das heute der Fall ist. Und da muss man mal ganz nüchtern hingucken. Ein bisschen weiterentwickeln von dem, was wir heute haben, reicht da nicht. Ja, da kommen so Sachen wie Netzentgelte so ein bisschen zu optimieren, den Markt. Wir haben so das Digitalisierungsgesetz mitbekommen in den letzten Jahren, was letztlich nichts anderes als ein Smart Meter, ein digitales Stromzählergesetz war. Das heißt, darauf hat das fokussiert und diesen digitalen Stromzähler haben wir immer noch nicht. Also das darauf zu verengen, ist doch ein bisschen wenig. Ja, kommen wir zum Punkt. Die Frage, ist Blockchain eventuell eine Antwort darauf? Also ein Beitrag im Bereich Digitalisierung? Ist es vielleicht tatsächlich dieses Deckelchen für dieses Töpfchen Herausforderung, was wir da haben? Und da möchte ich mit Ihnen jetzt reinspringen. Die Blockchain selbst als Technologie, und da fangen wir jetzt ja mit an, Entschuldigung, ist jetzt nicht so ganz voraussetzungslos. Die schönste und wissenschaftlich korrekteste, und wenn Sie einen Informatiker hier drin haben und sich damit beschäftigt, hoffe ich, dass er zustimmen wird. Ansonsten bitte nochmal gegenlesen. Das ist die schönste Definition, die Sie finden werden. A Byzantine, Fault-Tolerant, Decentralized, Singleton, Fixed-Function, State-Transition-System. Das beschreibt wunderbar. Sie können jedes einzelne Wort auseinandernehmen und sagen, wow, da hat jemand sowas von auf den Punkt gebracht. Und dieser Gavin Woods ist einer der Gründer der zweitgrößten Blockchain, die wir heute haben weltweit, Ethereum. Und die hat wirklich was in sich. Die ist fast genial. Die ist richtig, richtig gut, diese Beschreibung. Die Schwierigkeit ist nur, man kann damit nichts anfangen. Das heißt, wenn man nicht wirklich tief drin ist, kann man nichts mit anfangen. Das heißt, vielleicht ist diese für uns besser hier. Und zwar, was ist eine Blockchain? It's everything you don't understand about money combined with everything you don't understand about computers. Und da ist schon wirklich was dran, weil selbstverständlich hat das eine ganze Menge mit Computern zu tun, das ist klar, mit Netzwerken, also verbundenen Computern. Auf der anderen Seite aber auch ganz viel mit Geld. Und immer wenn man so über Geld fragt, ich habe mal Geschichtestudie da auch abgeschlossen noch und einmal hatte ich ein Seminar zu Inflation und habe dann als Volkswirt probiert, Historikern zu erklären, was Inflation ist. Und das war wirklich schwierig. Das war wirklich schwierig. Ja, also Geld ist immer schwierig zu erläutern, erklären. Wenn Sie das aber hier noch mit Computernetzwerken verbinden, dann ist es, glaube ich, doch relativ fast hoffnungslos. Ja, die große Frage, worauf ist Blockchain überhaupt die Antwort? Also, es gibt diese schöne Idee von dem Hammer, der seinen Nagel sucht. Ja, also was ist denn hier eigentlich das Problem? Und die Antwort darauf kann man, finde ich, ganz schön auf den Punkt bringen. Die lautet 1453. Warum? Naja, 1453 ist Konstantinopel
erobert worden von den Türken. Und die spannende Sache war, dass Konstantinopel eine wahnsinnig gute Befestigungsanlage hatte und die Generäle gleichzeitig angreifen mussten. Das heißt, die mussten sich abstimmen, dass die exakt gleichzeitig angegriffen haben. So, und um das Beispiel jetzt nicht zu lange zu strapazieren, aber das ist, was man in der Informatik, das ist das byzantinische Generalsproblem. Das heißt, die müssen sich abstimmen. Und jetzt gibt es so ein dummes Problem noch, was hinzukommt. Das ist nicht nur die reine Abstimmung, sondern leider auch, dass Nachrichten, die man die können verändert werden, klar, dass jemand abfängt und überträgt und dann verändert. Die andere Schwierigkeit ist aber, war es überhaupt der Absender oder hat der nicht vielleicht auch was, führt der nicht was im Schilde? Und die Generäle waren sich auch tatsächlich untereinander nicht ganz grün. Das heißt, man konnte sich auch nicht darauf verlassen, will der mich da nicht vielleicht zu früh losrennen lassen und dann vom Sultan gut dastehen. Ja. So, und genau darauf bietet die Blockchain eine Antwort. Blockchain sorgt dafür, dass klar ist, wer hat das abgesendet, dass es nicht verändert. Es war dann die Adresse, die das abgesendet hat, die war es auch. Und wir können relativ sicher sein, dass es unterwegs nicht verändert wurde. So, und warum ist das wichtig? Warum ist das überhaupt, was für ein Problem löst Blockchain damit? Das ist ein Kernproblem, was wir heute im Internet haben. Ein absolutes Kernproblem, weil wir im Internet nicht die Möglichkeit haben, zu verhindern, heute mit einfachen Mitteln zu verhindern, dass Dinge kopiert werden können. Stellen Sie sich das bei Geld vor, dieses berühmte Double-Spending-Problem, dass Sie kryptografisch, Sie machen irgendwas, schaffen ein Stück Geld, ja, eine Nummer, und die kann aber jederzeit kopiert werden. Wie verhindern Sie das? Heute geht das nur, wenn Sie sehr kompliziert Schlüssel verteilen. Dann haben Sie aber wieder das Problem, was machen Sie mit den Schlüsseln? Wer passt auf die Schlüssel auf? Und Blockchain, so im Kurzen erläutert, löst dieses Problem. Also das heißt, Sie möchten Geld von A nach B, von Alice zu Bob übertragen. Und genau hierauf gibt das byzantinische Generalsproblem, das ist genau diese Situation. Hier es gibt Blockchain die Antwort darauf. Das verhindert die Kopierbarkeit. Ja. Das heißt, wir können zum ersten Mal knappe digitalisierte Güter mit relativ einfachen Mitteln schaffen im Internet. Was wir jahrzehntelang ist jetzt übertrieben am Internet, was nicht möglich war seit der Erfindung des World Wide Webs. Sie erinnern sich, die Presse, Medien haben ja dieses Problem gehabt. Ja, und wir haben das Problem letztlich bis heute. Wir haben Verschlüsselungen gefunden, wir haben Möglichkeiten gefunden, aber immer noch das Problem, wir brauchen in der Mitte einen Intermediär, der die Verantwortung übernimmt. Das ist bei Amazon so. Sie können sagen, wir haben doch heute die Möglichkeit, One-Click-Bestellungen machen. Das stimmt nicht, das ist überhaupt nicht durchgängig digitalisiert. Sie haben eine Web-Oberfläche, wo Sie einen Knopf drücken. Im Hintergrund passiert, was Settlement-Prozesse angeht, Banken-Interaktionen. Das kann bis zu 2-3 Wochen dauern, bis dieses Geschäft abgesichert ist. Da ist einer in der Mitte, der übernimmt das vertrauensvoll diese Aufgabe und lässt sich das selbstverständlich bezahlen. So, was macht jetzt die Blockchain? Wie funktioniert die Blockchain? Das ist sehr herausfordernd, das in ein paar Minuten zu erklären und, glaube ich, noch herausfordernder, das in ein paar Minuten zu verstehen. Manchmal sind die einfachsten Beispiele aber, glaube ich, tatsächlich auch die besten. Wenn Sie jetzt alle Ihr Smartphone rausnehmen und wir überlegen, okay, wir fangen an, Fotos zu tauschen untereinander. Nicht mit Geldzweck oder irgendwelchen wirtschaftlichen Zweck dahin, einfach mal untereinander zu tauschen. Und dann sage ich nach ein paar Minuten Stopp. Und dann halten wir fest, wer mit wem was getauscht hat und schreiben das als ganz normale sozusagen Buchungsvorfälle, würden das eintragen hier in so ein Kassabuch, ja, in ein ganz normales Grundbuch von mir aus oder Transaktionen erstmal nachhalten. So, und dann ist das, was die Blockchain macht letztlich, dass wir das eben nicht in einem Kassabuch, in einem Buch speichern, in einem Smartbuch, einer steht in der Mitte, hat seinen großen Rechner oder ein großes Smartphone und alle Transaktionen werden da gespeichert, sondern diese Abfolge an Transaktionen wird bei jedem von Ihnen auf dem Smartphone gespeichert. Und die Abstimmung, dass das Protokoll dahinter, sorgt dafür, ein Mechanismus, dass das abgeglichen wird und alle einigen sich darauf, das war der Zustand zu dem Moment, als wir Stopp gesagt haben. Und dann wird das da gespeichert. Das ist die Blockchain. Und ein Block ist nichts anderes als diese Ansammlung von verschiedenen Transaktionen. Also bis ich vorhin Stopp gesagt habe, haben sie die gesammelt, dann da reingestellt. Und jetzt wird dieser Block an die vorherigen Blöcke angekettet. Ja, und da bedient man sich einiger Verfahren, die die Blockchain nicht erfunden hat. Die gab es vorher schon. Dann nutzt man sowas wie Hashes, eine Verkettung und so weiter. Und das ist so der Mechanismus, der grundlegende Mechanismus bei einer
Blockchain. So, und das passiert relativ komplex. Ja, das kann man jetzt nachlesen und sich anschauen. Das werden wir jetzt nicht noch probieren. Was da aber eine Rolle spielt, bei der berühmtesten Blockchain Bitcoin passiert Folgendes. Dieses Abstimmen untereinander, wie man das macht, da spielt eine Rolle, dass man sagt, diesen Konsens finden, da spielt eine Rolle, dass man einerseits diese Transaktionen hat und die anderen, die letztlich dann den Stempel draufsetzen, dass die Blöcke miteinander verknüpft werden, dass die Transaktionen auch tatsächlich so waren. Dafür muss man ein Rätsel lösen. Das Protokoll gibt das Rätsel vor, das wird immer schwieriger. Und um das Rätsel zu lösen, muss ich dieses Rätsel lösen, probiere das mit reiner Computing Power zu erschlagen und werde dafür dann aber belohnt. Das sind die berühmten Miner. Ja, das hat man vielleicht schon mal gehört, dass ich mit Blockchain Geld verdienen kann, nicht nur mit Spekulation, sondern auch, wenn ich eine Mining-Farm habe oder wenn ich anfange, groß danach zu schürfen, nach diesen Blockchains, um dieses Rätsel zu finden. Das ist das Grundprinzip der Blockchain. Jetzt können wir uns anschauen, es gibt viele, viele Eigenschaften hieran. Und ich denke, wenn Sie das interessiert, werden Sie das in den entsprechenden Quellen oder auch hier gerne noch nachlesen können. Das ist, glaube ich, kein Problem. Das kann man sich anschauen. Wofür nutzt man diese Eigenschaften? Wir haben heute angefangen hier von Zertifizierung im Bereich Börsenhandel, finden wir das. Wir haben Governance-Prozesse, Crowdfunding, Prognosemärkte, was ganz Spannendes Neues, Identitätsmanagement und so weiter. Das alles sind Anwendungsfälle, die jetzt auch außerhalb der Energie stattfinden. Das sind sozusagen gerade sowas wie Zertifizierung angeht. Ich kann ein Haus, eine Immobilie letztlich in eine Blockchain schreiben oder das, was dieses Gebäude eine Identität geben, das da reinschreiben. Ich kann da bestimmte Informationen dran knüpfen und dann können andere darauf zugreifen. Und ich hätte, wenn ich jetzt unterstelle, diese Blockchain wird sorgfältig verwaltet, da stimmt alles, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, sowas wie Temperaturwerte von einem Haus an Dritte weiterzugeben. Ja, also wenn ich ein Haus verkaufen will und nachweisen kann, ohne viel Aufwand, diese Werte, die wir da reingeschrieben haben, sind nicht verändert, die sind tatsächlich korrekt. Frage, wie kommen die da rein und so weiter, waren die korrekt, das ist eine andere Frage, das löst die Blockchain überhaupt nicht, aber wenn sie einmal da drin stehen, kann ich die sehr einfach, diese Werte, vertrauensvoll teilen. Und das gibt halt einen Mehrwert oder verspricht zumindest einen Mehrwert in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, wie wir das hier sehen. Ich habe Ihnen jetzt drei Versprechen rausgesucht, die ich glaube für die Energiewirtschaft ganz entscheidend sind. Drei Stück. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist die sogenannte Disintermediation und das war auch das, was alle sofort bewegt hat, nämlich die Frage, brauchen wir in Zukunft überhaupt noch einen Energieversorger? Fällt ja nicht raus. Und was man damit meinte, war zu sagen, naja, Disintermediation soll heißen, der Handelsintermediär fällt weg. Also es wird Strom an der Großhandelsbörse gekauft und dann haben wir irgendwie den Kunden, den Abnehmer und dazwischen steht heute der Stromlieferant, der das dann verteilt, der das Risiko übernimmt, der Tarife macht, der Bilanzkreismanagement macht und so weiter. Fliegt der nicht raus? Ist das nicht möglich mit der Blockchain, dass der rausfliegt? Die Antwort lautet erstmal grundsätzlich ja, absolut. Absolut denkbar und möglich, kann man umsetzen, überhaupt kein Problem. Damit haben wir noch nicht das Problem gelöst, wer hat in welcher Form dann Verantwortung, wenn Sie mehr verbrauchen, als Sie vorher gesagt haben, weil Sie haben immer das große Problem im Energiesystem, den Elektronenfluss und die Handelsebene, das deckungsgleich zu ziehen. IT-Echtzeit ist immer langsamer als die elektrotechnische Echtzeit, was zum Problem hat, wenn es Frequenz und Spannung, das sind die Maße, sind die Größen, nach denen wir das Netz steuern. Wenn es dort Schwierigkeiten gibt, muss immer erst sofort, wenn der Energie fehlt, Strom fehlt, muss man dann sofort nachschießen. Ja? Und da können wir nicht warten, bis der Handel sozusagen zu Potte gekommen ist. Bis jetzt. Blockchain verspricht, diese Ebene näher aneinander zu bringen. Nicht komplett, wir können immer noch keine Elektronen taggen, ja, real, das geht nicht. Aber wir können diese Ebenen näher aneinander bringen. Und Disintermediation meint tatsächlich an der Stelle, dass ich direkte Abwicklung von Transaktionen inklusive Bezahlvorgang zwischen unbekannten Akteuren abwickeln kann. Und das ist das Besondere daran. Wir hatten vorhin dieses Beispiel mit den Fotos untereinander, die wir tauschen. Wir können das direkt mit, wenn wir ein Foto tauschen in einer Blockchain, können wir das direkt damit verbinden, zu sagen, ich sende das Foto und ich bezahle es im gleichen Moment. Und nur wenn das passiert, kommt diese Transaktion auch zustande. Also Zahlung und Foto gleichzeitig. Sie haben nicht wie mit diesem One-Click bei Amazon diesen Zeitverzug dahinter und dass jemand dieses Risiko abfängt und so weiter. Das passiert gleichzeitig. Und das ist ein großer Vorteil. Ja.
ob sich das umsetzen lässt überall und so weiter. Da sind wir alles noch nicht. Das ist nur mal das grundsätzliche Versprechen. Ja, das ist erstmal der erste Schritt an der Stelle. Ja, das heißt, Sie brauchen an der Stelle fürs Bezahlen, wenn das eine Währung ist, wenn das ein sogenannter Token ist, das ist ein digital verbrieftes Recht, im Fall von Bitcoin. Bitcoin hat nur den Sinn und Zweck, Geld zu überweisen. Ja, jetzt gibt es andere Blockchains und da können Sie jetzt Fotos tauschen und das gleichzeitig mit einem Token auch noch verbinden. Also Token heißt, Sie können es bezahlen und irgendwas austauschen. Digitales natürlich, was Sie dann übersenden, eine Datei, ein Foto. Das ist eine grundsätzliche Idee. Das zweite ist Thema Datensouveränität und das ist mindestens so spannend. Warum? Wir haben heute die Situation, dass Datenschutz häufig tatsächlich nur Datenminimierung darstellt. Ja, und gerade im Zeitalter von GDPR, von der Datenschutzgrundverordnung, stellen wir fest, diese Datensouveränität, die auch als Begriff dort genannt ist, kommt heute, was die technischen Möglichkeiten, die wir dafür haben, kriegt man ein Problem. Das heißt, sie geben Daten raus und die Daten sind weg. Das ist das Geschäftsmodell von Google, Datenkraken aller Art. Möglichst viel Daten sammeln, sie geben Daten und die sind weg. Sie können sie danach nicht wieder zurückrufen. Das, was ich vorhin meinte, mit knappen digitalen Gütern, sie können da nicht Rechte nachhinein wieder zurücknehmen. Das ist heute so nicht möglich. In einer Blockchain geht das. Und wie geht das? Einfaches Beispiel, Smart-Meter-Daten, das heißt Stromzähler-Daten. Viele Versorger müssen sich da seit Jahren mit rumschlagen oder nicht. Ja, kommt das jetzt mit dem digitalen Stromzähler oder nicht? Eines der Versprechen von dem digitalen Stromzähler ist, dass Sie als Versorger eine hochaufgelöste Verbrauchskurve bekommen von einem Kunden über das Jahr. Die haben Sie heute nicht. Ja, gibt es viele Gründe dafür, haben Sie heute einfach nicht. So, wir haben mechanische Zähler, da geht nicht dauernd einer raus und guckt nach. Die werden nicht übertragen, haben wir nicht. Wenn Sie die hätten, könnten wir das Konstrukt aufstellen und sagen, okay, ich als Versorger kann jetzt sagen, ich gucke mir Ihre Verbrauchskurve an und optimiere jetzt einfach und sage, ja, ich kann jetzt zu den und den Zeiten doch deutlich besser einkaufen, vielleicht zielgerichteter und kenne Ihren Verbrauch besser, vielleicht können wir da auch noch was anpassen. Ich kann Ihnen also einen Stromtarif, einen individuelleren Stromtarif machen und vielleicht kriegen wir eine Win-Win-Situation hin. Vielleicht, das ist das Problem. Ich muss aber als Kunde die Daten, Sie müssten mir erst die Daten geben, dann sind die Daten weg. Henne-und-Ei-Problem. So, und auf einer Blockchain ist es jetzt grundsätzlich möglich, es gibt verschiedene Arten von Blockchain, das komme ich gleich noch zu, und es gibt verschiedene Arten und ein spannender Bereich ist, dass Sie auf einer Blockchain eben nicht nur Geld überweisen können mit einer Blockchain, sondern dass Sie dort auch Programme ablaufen können. Programme heißt, Sie führen dort Programme Code aus. Und dieser Code, den Sie da ablaufen lassen, der ist überprüfbar und der verhält sich genauso, wie das da reingeschrieben ist. Und das ist auch, wie gesagt, überprüfbar. Das heißt, ein schönes Anwendungsbeispiel ist, ich würde sagen, als Versorger, lassen Sie uns noch mal den Test machen. Sie geben mir Ihre Daten, wir spielen die da ein. Ich habe keinen Zugriff auf die Daten. Ja? Wir haben aber definiert, was in diesem Programm auf der Blockchain passieren soll. Und da wird jetzt eine Analyse gemacht, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht unter allen möglichen Kriterien. Und ich kriege nur als Versorger das Ergebnis raus. Und der Kunde hat die Daten reingegeben. So, und das war's. Und das ist eine sehr spannende Option, weil wir damit die Möglichkeit haben, echte Nutzungskontrolle zu realisieren. Das ist mit anderen Mitteln selbstverständlich auch möglich. Technische Informatik hat da ein paar Ansätze zu, die entweder extrem rechenaufwendig sind oder halt zertifizierte Systeme und viel Aufwand drumherum verlangen. Und das ist etwas, was mit Blockchain deutlich einfacher wird. Wenn Sie sagen, ja, das klingt jetzt so, ja, vielleicht ist das was, vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass der Bereich extrem interessant ist, gerade für Stadtwerke, Versorger lokal, weil sie sich damit von anderen, die mit Daten handeln, extrem abheben können. Das heißt, sie können vertrauensvoll sagen, ich kann beweisen, dass ich mit den Daten nichts anderes mache, relativ einfach. Ich kann aber trotzdem Daten weiterverarbeiten, wenn die mir für diesen Zweck gegeben wird. Ich kann auch Rechte widerrufen, Nutzungsrechte mit solchen Konstrukten. Ja. Und das könnte sich als Tool erweisen, was extrem spannend wird. Und die Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen, Open Data beispielsweise, Verwaltung können Daten rausgeben und nach einer Weile Deutsche Bahn zum Beispiel, wie oft wird meine Assets, meine Güter benutzt, rausgeben und dann zum Teil wieder zurücknehmen, ja, oder für andere öffnen und so weiter, ohne dass die Daten grundsätzlich freigegeben werden müssten.
Spannender Ansatz und gibt es auch aktuell einige Forschungsprojekte in dem Bereich. Dritter Bereich, und der ist, glaube ich, noch vielleicht ein bisschen greifbarer, das Ende der Plattformökonomie. Wir haben heute die Situation, dass wir in den USA, wenn wir uns die größten Unternehmen anschauen der Welt, dass wir acht haben, die rein, also zehn von den zehn Unternehmen, wenn sie die zehn großen Internetökonomien Unternehmen nehmen, das heißt die, die alle dieses Datenmodell verfolgen. Also Hintergrund ist mehrseitige Märkte. Sie haben sowas wie am Beispiel von Airbnb oder Uber lässt ja schön zeigen. Sie haben eine Plattform in der Mitte, die aggregiert Kundendaten und Anbieterdaten. Ja, und Sie haben auf der einen Seite diejenigen, die ein Auto zur Verfügung stellen oder ein Haus, und auf der anderen Seite die Kunden, die das nachfragen. Und dann fangen ab einem gewissen Punkt extreme Netzwerkeffekte an, die zu einer unglaublichen Monopolisierung führen. Und genau das erleben wir hier. Wir haben das in den letzten Jahren bei Alibaba und Tencent gesehen. Das ist in kürzester Zeit, das ist bedingt durch die Riese, die Größe des chinesischen Marktes, sehr, sehr schnell zwei weitere Kandidaten entstanden. Alle das relativ gleiche Geschäftsmodell. So, warum ist das problematisch oder wo kann jetzt da Blockchain helfen? Und zwar an folgender Stelle. Problematisch ist das ganz klar, weil diese Firmen Milliarden Euro, Dollar oder was auch immer ausgeben, um andere Firmen klein zu halten, zu zerstören, gute Ideen nicht aufkommen zu lassen oder die kaufen sich Vereinnahmen. Und Innovationskraft, Vielfalt ist das nicht dienlich in der Volkswirtschaft. Da ist volkswirtschaftlich, ohne dass ich das jetzt beziffern könnte, ist da ganz klar, wird da was abgewürgt. Ja, das ist, wir sehen das bei, haben es bei Facebook gesehen, wir haben keine Kontrolle mehr, was mit den Daten, die dort liegen, tatsächlich passiert. Wenn die anders benutzt werden wollen, kriegen wir das vielleicht im Ergebnis mit, aber wir haben keinen direkten Zugang mehr dazu. Das ist tatsächlich problematisch. Ich will aber auf einen anderen Punkt hinaus, nämlich auf diesen her. Wie greifen diese Netzwerkeffekte, an welcher Stelle? Und ich erzähle Ihnen das ja ganz kurz, das ist das sogenannte Bootstrapping-Problem, wenn so eine Plattform entsteht. Also stellen Sie sich Airbnb vor in den ersten Tagen oder einen Twitter-Dienst oder ein Faxgerät, als das erste Faxgerät rauskam. Der Anfangsnutzen vom ersten Faxgerät, wenn wir beide ein Faxgerät besitzen würden, uns einen Fax zu schicken, ja, durchdringen wir schnell, macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, ich muss ein teures Ding anschaffen und habe überhaupt nichts davon, könnten wir uns auch anrufen oder einen Brief schreiben. Je mehr Faxgeräte wir haben, umso interessanter wird das. Das heißt, für den Einzelnen, der Nutzen aus dieser Anwendung, der steigt langsam. Und irgendwann kommen wir am kritischen Punkt, wo alle das Ding haben wollen. Na, das haben wir bei Twitter erlebt, das haben wir bei Google Suchmaschine erlebt und so weiter. Airbnb, alles das gleiche im Prinzip. Die Überlegung ist jetzt, kann eine Blockchain dabei helfen, über diese Währung, die damit drin steckt, über sogenannte Tokens, dass man diese erste Phase schneller überwindet. Das wäre sozusagen das Versprechen. Kann ich Tokens ausgeben, Nutzer dafür belohnen am Anfang, dass wenn die mitmachen, also wenn ich eine Twitter-Nachricht nicht nur verschicke, sondern wenn ich sage, ich würde diese Twitter-Nachricht jetzt auch bei mir auf dem Rechner speichern, weil irgendwo müsste die ja dann auch gespeichert werden. Wenn ich sage, ich mache jetzt ein neues Twitter, einen neuen Dienst auf einer Blockchain, mit einer Blockchain. Blockchain ist jetzt ein ganz schlechtes Speichermedium, um da jetzt große Mengen Daten zu speichern. Ich müsste also diese Nachricht irgendwo speichern und sage, ah, wenn ich eine Anwendung habe, ein neues Twitter auf einer Blockchain, ich möchte langsam mehr werden und Kunden gewinnen, dann würde ich jetzt am Anfang relativ viel Tokens Ihnen geben, dass Sie die Nachricht speichern und damit dem Netzwerk einen Dienst erweise. So, und das würde in der Zeit, über die Zeit, würde das dann abnehmen. Sehen wir jetzt gleich nochmal in der Grafik, um das anzureizen. Ja, Sie leisten selbstverständlich vor, weil noch ist der Token nichts wert. Das ist klar, am Anfang ist der erstmal noch nichts wert, aber je mehr das nutzen, desto mehr wert würde das. Was steht dahinter? Das sind jetzt diese einige Begriffe, Kryptowährung, das ist nichts anderes als diese Währung künstlich geschaffen. Ja, wir haben Token, das ist ein Coin, digital verbrieftes Recht, und wir haben die sogenannten Initial Coin Offerings, wenn Sie das schon mal gehört haben. Das kann man für ganze Blockchains machen oder auch für Anwendungen auf einer Blockchain und bedeutet nur, dass Sie hingehen und sagen, ich gebe sozusagen Anteile aus. Ja, was anderes ist das erstmal nicht. Schütten Tokens aus, die erstmal noch keinen Wert haben, und erst wenn sie benutzt werden, sind sie was wert. Schönes Beispiel, was an der Stelle immer kommt, ist Pizza.com in der Internet-Halbphase 2000-2001. An sich hatte diese URL überhaupt keinen Wert.
Ja, warum spekuliert man rein oder warum glaubt man, warum wollten das Leute haben? Wir sagen, ja, das wird vielleicht mal genutzt, ein Usage-Token, das ist eine spezielle Art von Token. Was anderes ist diese URL auch nicht, das ist eine Art Token. Ja, dass sie gesagt haben, ja, das wird mal irgendwann benutzt, weil alle wollen dann Pizza kaufen über das Internet und dann wird es was und dann könnte es einen Wert geben. Ist es so geworden? Ja, ist es. Die ist richtig wertvoll geworden, das Ding. Ja, und das wäre so dieselbe Idee, wenn sie am Anfang dafür dann halt einen Token ausgeben. Ich will das jetzt nicht zu weit führen. Wir haben verschiedene Tokens, Work-Token, Usage-Token, die kann man noch geschickt vermischen. Wir haben noch deutlich mehr. Das ist jetzt immer eine relativ einfache Einteilung. Ich will hierauf hinaus. Ich will darauf hinaus, dass am Anfang Sie bei einem neuen Twitter-Dienst, ja, den wir erstellen würden, dass Sie sagen würden, für das Abspeichern zum Beispiel von diesen Nachrichten, wenn Sie das machen, kriegen Sie einen Token und der ist am Anfang, je weniger Nutzer wir haben, muss der finanzielle Nutzen relativ groß sein, weil Sie kompensieren müssen, dass noch nicht so viele mitmachen. Und über die Zeit nimmt das ab, also ist jetzt, glaube ich, relativ selbsterklärend, das Bild. Und dann hört das dann aber natürlich auch, weil sie dann diese kritische Masse erreicht haben. So, und das ist jetzt nicht nur irgendeine Spinnerei. Das hat sich hier, Andreessen Horowitz steht dahinter, hinter dem Kürzel. Das ist einer der bedeutendsten Venture-Kapitalisten, Tech-Venture-Kapitalisten auf der Welt. Die haben das hier nochmal schön in der Grafik gezeigt. Erfunden haben wir es natürlich nicht. Da sind schon einige andere auf die Idee gekommen vorher. Ja, und die Idee dahinter ist zu sagen, können wir vielleicht in Zukunft Plattformen sehen, Alternativmodelle zu den Googles dieser Welt, zu den Twittern und Facebooks, die sagen, auf einer Blockchain, und dann heißt das, das Unternehmen ist diese Blockchain, das Protokoll. Diejenigen, die das gebaut haben, gemacht haben, die haben es am Anfang mal aufgesetzt, aber die besitzen das eigentlich nicht mehr. Sie können nur Anteile an einem Unternehmen erwerben, indem sie Tokens kaufen. Da gibt es nicht das eine Unternehmen mehr, was dahinter steht. Ja, und das ist der Charme. Und ja, wenn man das so ein bisschen als Idee mitnimmt, glaube ich, hat man schon mal einen ganz guten Anstoß genommen. Ich möchte jetzt ganz schnell noch ein Beispiel dazu geben. In dieses Unternehmen Filecoin, das verteilte Speicherung macht, also nicht mehr Cloud, ein großer Anbieter, wie Amazon Web Services, das hier anbietet, S3 ist so einer der weltweit größten, die das anbieten, Cloud. Vor 10 Jahren konnte sich das keiner vorstellen, dass man ein Datencenter sozusagen in eine Cloud schiebt. Ja, heute ist das absolut Standard geworden. TÜV-Sicherheit ist höher, als wenn sie das bei sich im Keller im Unternehmen machen und so weiter. Die sagen, wir kommen da auch hin. Die haben 257 Millionen Funding bekommen. Das heißt, haben Investoren Geld gegeben, weil sie an diese Idee glauben. Ob das was wird oder nicht, muss man schauen. Da ist noch viel zu tun, dass solche Modelle funktionieren. Aber man ist hier auf einem sehr spannenden Weg und da gibt es jetzt noch einige andere in dem Bereich. Ich wollte Ihnen zum Abschluss von dem Kapitel kurz erläutern, dass wir haben verschiedene Blockchain selbstverständlich. Sowas wie Bitcoin, Wertaufbewahrung, also wenn Sie einfach nur Geld überweisen wollen, das ist hier so die linke Seite. Dann haben wir das in der Mitte, das sind die Smart Contract Plattformen, wie man die nennt, also dass man da sozusagen Verträge ausfüllt. Das war das, was ich vorhin als Code oder Programme, die man auf einer Blockchain beweisbar ablaufen lässt, das wären die. Das ist jetzt einfach sehr grob zusammengefasst. Und dann haben wir die dritte, und das wäre jetzt ein Beispiel Filecoin, Datenaustauschinfrastrukturen. Und das ist der aus meiner Sicht extrem spannende Bereich, weil das in komplett verschiedene Branchen reingeht. Also das reicht von IoT, von wirklich Industrie 4.0-Anwendung über autonomes Fahren bis hin zu Gesundheitsbereichen, Identitäten und so weiter, Open Data, um Daten auszutauschen. Ja, und da werden wir in den nächsten Jahren, glaube ich, noch einiges kennenlernen. Zum Abschluss möchte ich natürlich Sie noch mal ein bisschen auf den Boden der Realität zurückholen und sagen, Wunsch und Wirklichkeit, wo stehen wir denn überhaupt? Also tolle Konzepte, wird viel ausprobiert. Und es wird richtig viel ausprobiert, da fließt richtig viel Geld rein. Allein im Energiebereich sind im letzten Jahr richtig Summen geflossen. Ja? Weltweit 300, 400 Millionen nur in die Förderung oder in die Finanzierung von so Startups. Energie, nur Energie. Aber dann gibt es noch sowas wie Hard Forks. Sie können nämlich von so einer Blockchain, von einer öffentlichen Blockchain, einfach eine Kopie machen. Die müssen verändern und das Protokoll sozusagen wieder rausgeben. Das ist ja für keinen, wenn das Open Source ist, wenn das öffentlich zugänglich ist, können Sie sich eine Kopie machen und Facebook 2 schaffen. Vorteil, Sie haben auch alle Bilder etc. auch mit drin. Sie machen eine Kopie davon. Sie haben keinen Zugriff auf die Bilder. Die sind geschützt.
Aber Sie können das sozusagen mit leichten veränderten Spielregeln einfach weiterlaufen lassen. Und wenn Sie genug Leute überzeugen, die mitmachen, wunderbar. Im Währungsbereich hat man das erlebt. Da ist eine Währung entstanden, ist mittlerweile die, oder war Anfang des Jahres die dritt-, viertgrößte Kryptowährung. Die hat den Vorgänger mal locker verdreifacht. Also dreifachen Wert geschaffen. Ja. Spannend. Trotzdem müssen wir fragen, wo stehen wir denn ganz real? Und ist das Ganze nicht tatsächlich erstmal nur ein großer, großer Hype und nicht mehr? Wenn wir uns Energieverbrauch ankosten, Governance und so weiter, wie sieht es damit aus mit diesen Punkten? Weil das sind die kritischen Bereiche, werden wir jetzt schnell sehen. Das eine ist, aktuell ist bei der Bitcoin-Blockchain, das ist die größte Blockchain, haben wir einen Energieverbrauch, das entspricht in etwa von Tschechien. Dem Stromverbrauch, Jahresverbrauch von Tschechien. Das, was in einem Jahr an Transaktionen mit Bitcoins gemacht wird, dafür wird so viel Strom benötigt, wie ganz Tschechien im Jahr versucht, benutzt. Und das ist eine Menge. Ja. So, sprich, das ist absolut nicht nachhaltig. Das sind 67 Terawattstunden. Das ist natürlich schon jung, jung. Wenn wir das hochskalieren und sagen, heute wird Bitcoin ja überhaupt nicht gebraucht. Stellen Sie sich mal vor, das wird für alles Mögliche wird es benutzt werden. Dann kriegen wir einen Energieverbrauch. Nicht nachhaltig, und das liegt genau an dem Punkt, den ich vorhin hatte, dass dieses Protokoll bei Bitcoin vorgibt, Sie müssen ein Rätsel lösen. Das ist das Problem. Dieser Validierungsmechanismus, der auf diesem Prinzip beruht. Dazu gibt es Alternativen. Ja, das ist spezifisch darauf zurückzuführen. Also muss man als Problem ganz klar relativieren, was für verschiedene Verfahren es dafür gibt. Kann ich mal auf die Studie verweisen, die frei zugänglich ist, kann man da ganz gut nachlesen. Zweiter Punkt ist Kosten. Heute eine Blockchain, eine öffentliche Blockchain zu nehmen, also eine, die man frei benutzen kann, wo es keine Zugriffsbeschränkungen gibt. Wenn Sie jetzt Bitcoin nehmen, Bitcoin ist im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, um Geld zu überweisen, ohne eine Bank etc. und so weiter, ist es mit die günstigste Möglichkeit, mal abgesehen von anderen Kryptowährungen, die wir heute haben. Trotzdem ist die für Mikrotransaktionen, für Kleinsttransaktionen, also wenn wir anfangen zu sagen, ich lasse mir von meinem Nachbarn meinen Kühlschrank Strom vom Dach liefern oder wenn er in Urlaub ist oder was auch immer, diese kleinen Transaktionen, wenn das am Tag einige Male passiert, Sie sehen hier diesen Wert, den ich hier mal auf 20 Cent, das hängt jetzt von der schwankt der Wert, aber ich habe ihn jetzt mal hier festgezurrt von Anfang des Jahres, 20 Cent und dann sich überlegen, da haben Sie 100 Transaktionen am Tag, das lohnt sich bei Strom jetzt nicht wirklich. Ja, und das gleiche für IoT, also Internet der Dinge, Maschinen sprechen miteinander und so weiter, sehen sehr schnell, ups, das macht wenig Sinn. Ganz davon zu schweigen, dass wir zwischenzeitlich bei dem Hoch von Bitcoin, bei den Schwankungen von Bitcoin $4 hatten, ja, für eine Vertragsausführung. Viel zu hoch. Ja. So, dazu gibt es Alternativen, das werden wir hören. Und das gleiche wie bei dem Validierungsmechanismus, den ich gerade angesprochen habe, gilt das natürlich auch hierbei. Das hängt von der Blockchain ab und von den Mechanismen dahinter. Ich denke mal, da werden wir nachher noch ein bisschen was zu hören. Da gibt es eine Bandbreite, ja, die es da gibt. Dann das Thema Governance, Zugänglichkeit. Stellen Sie sich vor, wir würden in Deutschland, und da laufen gerade ein paar schöne Experimente, wir würden in Deutschland eine öffentliche Blockchain wie Ethereum, das ist die zweitgrößte, das ist eine öffentliche Blockchain, die ist frei zugänglich, da müssen Sie nichts für bezahlen, wenn Sie die nutzen, sehr schick. Außer wenn Sie, also keine grundsätzlichen Gebühren oder was, sondern nur, wenn Sie über Transaktionen machen, also reine variablen Kosten. Und nehmen wir an, der Preis würde man in den Griff kriegen und der wäre auch einigermaßen gut, der Preis. Diese Blockchain würde jetzt ein Verteilnetzbetreiber nutzen und sagen, ja, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Wir müssen ab und zu, müssen wir mal im Notfall auf Geräte zugreifen, die, also was weiß ich, bestimmte Lasten, große Maschinen, Erzeugungseinheiten, Kraftwerke oder halt auch Batterien, Teslas etc. Und wenn wir einen Engpass haben, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, da darauf zuzugreifen. Wunderbar, kann man machen. Wenn diese Blockchain allerdings eine öffentliche Blockchain ist, könnten in der heutigen Situation Mining-Farms auf der Welt, bei Ethereum, könnten diese Blockchain von einem Tag auf den anderen dafür sorgen, dass die nicht mehr funktioniert. Ja, das ist die Frage der Governance. Wie verhindert man das und wie verhindert man auch, dass Regeln in dieser Blockchain verändert werden? Da muss man genau hinschauen. Es gibt, und das ist die gute Nachricht, es gibt nicht nur öffentliche Blockchain, es gibt auch private Blockchain. Da gibt es gewisse Zielkonflikte, über die man reden muss, aber das ist grundsätzlich
Das ist grundsätzlich das, was da passiert. Auch das kann man hier schön nachlesen. Ich glaube, das, was die Datenschutzproblematik angeht, bestimmte Dinge wie Territorialprinzip, kommt noch hinzu. Das Recht auf Vergessen. Blockchains sehen normalerweise vor, dass ihnen nichts vergessen wird. Das ist ja das Grundprinzip. Datenschutzgrundverordnung verlangt das aber, dass Dinge gelöscht werden müssen, können werden müssen. Und da gibt es hier an der Stelle tatsächlich Zielkonflikte, gibt auch längst Lösungen dazu. Ja, lassen Sie mich noch am Schluss eine Sache zur technologischen Reife sagen. Die Blockchains heute entwickeln sich rasend schnell weiter. Diese Kerntechnologien, also verschiedene Blockchains und die Anwendungen auf Blockchains entwickeln sich wahnsinnig schnell. Und es ist nicht so, dass wir jetzt ein, zwei haben und dann gibt es nur noch neue Anwendungen, die miteinander konkurrieren, sondern wir haben eine ganze Bandbreite von Blockchains, die immer wieder neu entstehen, wo Dinge ausprobiert werden. Hier habe ich Ihnen das mal mit der Geschwindigkeit gezeigt, ein bisschen gegenübergestellt. Transaktionen pro Sekunde. Die Blockchains heute sind einfach noch viel zu langsam, die öffentlichen Blockchains. Bei privaten Konsortialen hat man das mehr im Griff. Aber wie gesagt, dann gibt es dann wieder andere Zielkonflikte. Da kommt man hin. Mir ist aber wichtig, hier noch auf Folgendes hinzuweisen. Die Eintrittsschwelle, um heute mit Blockchains rumzuspielen, damit was zu machen, ist wahnsinnig gering. Sie können sagen, jetzt gibt es aber doch so eine Vielfalt und das ist doch irgendwie jetzt total nervig, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Die gute Nachricht ist, es gibt Blockchains, damit können Sie Mitarbeiter selbst mit rumspielen und sagen, wir wollen das mal probieren. Und die Gefahr, das Risiko von Fehlinvestitionen ist überhaupt nicht da, weil Sie nicht jetzt irgendwie Leute auf eine Technologie einschwören und dann können Sie plötzlich mit einer anderen Blockchain nichts mehr anfangen. Das ist nicht der Fall. Die sind tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, aber wenn Sie da grundsätzlich mit zu tun haben, ist die Gemeinsamkeit viel, viel größer. Das heißt, man kommt da sehr, sehr schnell ran und die Gefahr spezifischer Investitionen ist extrem gering. Ich habe Ihnen das Beispiel mitgebracht, nicht nur, weil Füchsin-Alt das beste Alt auf der Welt ist, Kolos Düsseldorf, sondern weil das Prinzip dahinter zeigt, dass sie unglaublich gut heute schon mit organisatorischen Kniffen Probleme einer Blockchain oder Restriktionen einer Blockchain umgehen können. Texas gibt es jetzt neu einen Einzelhändler oder ein Unternehmen, das sagt, wir bringen Kleinstkunden, völlig legal, Kleinstkunden mit Anlagen, ob das jetzt Last ist oder Erzeugung, an den Großhandel. Wie macht man das? Man macht das über eine öffentliche Blockchain und sagt, die Transaktionen, hatte ich ja vorhin gesagt, die Transaktionen werden jetzt, wenn das am Tag mehrfach passiert, die aggregieren das, ja, handeln das, wäre viel zu teuer. Was macht man? Ähnlich wie mit diesem Bierdeckelprinzip, wenn Sie im angelsächsischen Raum in eine Kneipe gehen, legen Sie eine Kreditkarte hin, wird die einmal eingezogen und dann ist klar, wenn Sie bestellen, können Sie weglaufen, wie Sie wollen, Sie zahlen trotzdem. Am Ende des Tages sagt er, das ist die Rechnung. Und genau das Gleiche macht man hier mit einer Hardware-Lösung, sozusagen diesen sicheren Bereich der Blockchain weitet man aus mit einem Gerät beim Kunden. Das ist ein Kryptochip da drin, das wird verbunden und dann speichern Sie, dann können Sie tatsächlich diese sichere Blockchain ausdehnen und speichern dann am Ende des Tages, die kleinen Transaktionen werden alle gesammelt und am Ende des Tages wird dann nur einmal auf der Blockchain die reale Transaktion gemacht. Aber jede kleine Übertragung wird sozusagen sauber festgehalten und ist beweisbar, dass das stattgefunden hat. Und das ist mit heutigen Mitteln ohne weiteres möglich. So ein Gerät, was Sie da verbrauchen an Hardware, kostet zwischen 20 und 25 Dollar in der Herstellungskosten in China, was das Unternehmen sagt. Und damit kann man so Probleme relativ schnell und einfach umgehen. Ja, ich springe ein bisschen, weil der Teil können wir durchaus überspringen. Es gibt mittlerweile Blockchains, die sind energiespezifisch, die haben diese Geschwindigkeitsprobleme, sind auf dem Weg, das zu lösen, machen ganz interessante Mischung zwischen öffentlichen, konsortialen und frei zugänglich und nicht zugänglich und so weiter. Die Energy Web Foundation ist eine davon, die weltweit relativ aktiv ist. Und das wollte ich noch zeigen. Wir machen gerade am Institut eine Studie, sind Hauptgutachter für eine Studie bei der Deutschen Energieagentur. Und Sie sehen von den, na, wir sind ganz am Anfang, aber hier geht es jetzt darum, reale Prozessketten, das heißt reale Dinge, die heute laufen, die ausprobiert werden, ökonomisch zu bewerten, eine Einschätzung zu nehmen, technische Reife zu bestimmen und regulatorisch, das macht dann die Leute, das machen wir nicht, tatsächlich zu schauen, wo stehen wir denn heute real, weil es wird sehr viel ausprobiert und wir haben diesen Punkt, einfach mal so einen Piloten zu machen, überschritten. Wir sind jetzt in der Phase schon zu schauen, okay, wo
passiert hier was, wo kann man was machen? Und das hier ist das Beispiel Mieterstromprojekte, also untereinander Stromhandel, wo geht das in den regulatorischen Bereich rein, wo nicht, wo schafft das überhaupt einen Nutzen? Ist das reiner Automatisierungsnutzen oder haben wir dort neue Geschäftsmodelle, die wir anders betrachten müssen? Ja? Skaliert das Ganze und so weiter. Genau. Und damit möchte ich auch schließen. Ich glaube, dass wir heute mit Blockchain tatsächlich die Möglichkeit haben, unser Energiesystem deutlich effizienter zu machen. Es kann eine Möglichkeit sein, was wir immer gerne unter diesem Buzzword Digitalisierung greifen, weiter zu automatisieren, das mit anzutreiben. Und Blockchain darüber hinaus als ein Computing-Paradigma wird eine ganze Klasse von neuen Anwendungen nach sich ziehen, was deutlich über diesen einfachen Wert, nur ich mache jetzt hier irgendwelche Abrechnungen oder Handel effizienter hinausgeht. Blockchain ist da deutlich mehr. Und aus meiner Sicht das Entscheidende ist, so abstrakt wie das klingt, aber Blockchain wird dafür sorgen können, dass wir diese Ebene aus Elektronen, die fließen und Energiemengen, die wir oben handeln, die wir hin und her schieben, dass das weiter zusammengebracht wird. Und das ist der eigentliche Effizienzgewinn. Wenn wir so viele, viele, viele neue Akteure bekommen, vergessen Sie nicht, wir wollen Transportbereich elektrifizieren, wir wollen Wärmebereich elektrifizieren, vielleicht nicht alles 100%, aber da ist ein großer Schub unterwegs. Und das heißt, wir kriegen noch mehr Akteure im Stromsystem vor allen Dingen. Vielen Dank.